Voilà, schönen guten Morgen. Mein Name ist Maurice Clément. Ich bin der Titularorganist von der Philharmonie. Und ich freue mich, mal ein paar Minuten durch das Instrument zu gehen, vielleicht die eine oder andere Sache zu erzählen, die wir noch nicht kennen. Das ist gerade die Philharmonie 15 Jahre. Und dafür ist es wichtig, für ein paar darüber zu schwätzen. Als Ursel von der Philharmonie und natürlich viel mehr zu bieten, wie das, was ihr gesagt habt. Ihr kennt alle gut das Instrument von dem Buffet aus, von der Fassade. Ich gebe so gesund, dass du runter, wo du den Saal erkennt, Philharmonie von Bausen, da kann ich natürlich schon singen, 899 Seilen mit Philharmonie von Bannen, heute GA, wo wir gerade sind, erkennt, da gebe ich Mengen und der Ursel, auch von nicht tief rein bewusst das. Und dafür ist es ganz wichtig, auch wie ein Buffet ausgesagt, wie ein Fassade ausgesagt. Und da hat ein Urselbauer, das die Firma Karl Schucke von Berlin ist, die haben sich da ganz stark orientiert um den Rest von der Architektur vom Saal. Und ihr kennt den Saal mit seinen kleinen Appartementshäusern rundherum. Wir haben also wie ein Art Platz, ich fand immer wie ein italienischer Platz, wo den Orchester, wo die Solisten sich abhalten. Und rundherum das Publikum, das an den Häuschen hier sitzt. Und nur dem System ist auch als Urschel abgebaut. Wir sehen die fünf Küsten, wo die Pfeifen dran sind. Und die Urschel können so ein bisschen aus der Neige raus. Also wir sehen, dass sie aus dem dunklen Schwarzen rausstößt. Sie ist omnipräsent und aber als die Idee, dass sie nicht soll, immer den ganzen Raum für sich beanspruchen. Also sie soll schon auf sich aufmerksam machen, aber sie soll nicht den Blick fangen, weil sie aber die meiste Zeit nicht spielt, wo einer Manifestationen hier sind. Und der Urselbauer hat sich etwas ganz Flottes abfallen gelassen, zusammen mit dem Architekt Christian de Ponsonparc. Nämlich für am Urschelgeheiß den Geburtsjahr von der Urschel, auch von der Philharmonie natürlich, dran zu verstoppen. Und das sehen wir, wenn wir an digitalen Lettern denken, Chiffren denken, sehen wir auf der linken Seite ein digital 2, dann ein 0, die mittelste Pano, den denken wir also weg. Und wir sehen da weiter jetzt ein 0, und ganz auf der Seite jetzt ein 5. Also für die, die noch nicht gesehen haben, wenn sie da bis einmal gesehen haben, da können sie nicht mehr hinkommen und nicht gesehen. Und die Pfeifen, die da sind, die sind am Anfang asymmetrisch geglittert, die sind an einer Terzstellung abgebaut und die geben flotten Kontrast, einen flotten Kontrapunkt zu dem ganz ruhigen Geheiß. Da geht der ganze ein flotte Rhythmisierung. Den nur wie die Luft drauf fällt, sehen wir dann auch einzeln so Farbtupferen, so lichte Quellen eigentlich, die auf den Männer von den Pfeifen sich reflektieren. Oben an der Urschel sehen wir auch die Spurnestrompeten, die so horizontal rausstehen. Dabei sehen wir auch schon bei den stilistischen Frauen, die das Urschel angeht. Wir fanden nämlich ganz viele verschiedene Stile von Epochen oder von Gegenden rum an unserer Urschel, an der Philharmonie. Die Urschel und sich, das ist vielleicht der Wert, um ein bisschen darüber zu schwätzen, als viel mehr, wie die meisten Leute mengen, die Urschel als Instrument geht schon vor Jesus Christus, also als nicht geboren in katholisch oder in protestantische Kirche, aber die Urschel geht schon aus dem Jahr 245 vor Christus, auf St. Alexandrin in Griechenland erfunden, von einem Handwerker, den Ktesibios geheißen wird. Die ersten Urschelen sind auf das abgebaut, wie man sie heute eigentlich auch noch haben. Wir brauchen für eine Urschel drei Sachen. Pfeifen, können Sie sich vorstellen, die erste Urschel wie ein riesiges Panflöte, eine Form von Klavier, den Neuschanisch ist das wie ein Conduit, den Weh frei möcht von der Luft an Pfeif. Und dann ein Wandlut, wo die Pfeifen draufstehen, aber wo Luft, da kann ja das, die permanenten Druck hat, und die kann garantieren, dass Pfeif mit einem regelmäßig mit Luft alimentiert wird. Das hat natürlich einen immensen Vorteil, dass wir auf der Bühne uns befinden und dass ein Organist viel mehr direkt den Zugang zum Publikum hat. Das ist also auch flott, weil die Leute sehen, was ein Organist überhaupt möchte, dass er mit dem Face spielt, dass er registriert. Das visuell, das haut immer mehr wichtig. Und das ist ein bisschen das Problem, das ich überhaupt habe, dass es so ein gewaltiges Instrument den Organist als oft irgendwo verstopft, in einem Ducksaal, in einer Kirche. Oder oben am Instrument und Leute können direkt einen Rapport dazu. Und das ist so flott hier in der Philharmonie, wenn wir hier am Saal können
den Organisten gucken. Wir haben an diesem Instrument 6768 Pfeifen, die probieren, die verschiedenen Klangfarben vom Orchester zu imitieren. Wie ich vorhin schon so, haben wir ganz viel Einfluss von ein bisschen überall aus Europa heran und von allen Zeiten. Der Hauptkehr von unserer Urgel ist Deutsch, sie kennt ihr auch von Berlin, und ist abgebaut um typischen spätromantischen deutschen Urgelbau aus dem 19. Jahrhundert, symphonische Urgel. Und wir fanden ganz viel Fungen, Fungen, die das alles wird, 16 Phase, Dave Register sind. Endlich Zungen. Das Dave Register, das ich gerade hier in Hai hat, das ist ein 32 Fuß Bourdon, den hat 10 Meter. Und dann noch ein Bombard, 32 Fuß. Die Bourdon 32 hat einen Durchmesser von gut 80 cm. Und dann auch hier so typisch romantisch deutsch Registeren, zum Beispiel ein E-Line. Dann haben wir auch die typisch solistische Register wie den deutschen Hobo. Im Vergleich mit einem französischen Hobo. Französisch Batterie von Zungen, ein Bombard, Trompette, Harmonik, Clairon, Hobo. Vergleich mal diese spanischen Schamaden, die horizontal aus der Urgel so stehen. Dann haben wir so Schweberegisteren, die ganz mysteriös, geheimnisvoll sind. Ein Voix Céleste, wie die Nummer zählt. Eine Engelsstimme. Die Söchel bringen die Befertigung ganz, ganz fein Töne zu spielen, ganz dus, ganz elegisch, lyrisch. Und ich gebe da auch wirklich die große Stärke von diesem Instrument. Also diese fantastische Akustik, die wir haben, dass ich wirklich alles kann nachvollziehen, dass nichts verloren geht an der Akustik und dass sie kann immens durchspielen.